Gärten des Stiftes Kremsmünster sind ein weitläufiges Paradies für jedes Alter. Seit der Eröffnung der Oberösterreichischen Gartenschau 2017 zeigt sich das Stift in neuer Gartenpracht. In früheren Jahren war das eine große asphaltierte Spielfläche für die Internatsschüler. Jetzt wurde der Garten wieder zurückgeholt mit sehr schönen Flächen. Und im Hintergrund ist auch das romanische Portal zu sehen, der alten spätromanischen frühgotischen Kirche. Wir stehen jetzt im Konventgarten. Dieser Garten ist ja sonst nur für uns, für die Mönche, zugänglich. Diese Gärten werden natürlich gepflegt von den Gärtnern der Landesgartenschau. Nach der Gartenschau wollen wir doch zumindest mit Gartenführungen, dass die Leute dann durchgehen können. Diese Installation bringt den heiligen Benedikt und seine Ordensregeln näher. Wir sind gebückt, sind niedergedrückt, aber in der Mitte, wenn wir in den Garten hineingehen, dann können wir uns aufrichten und auch den Blick noch zum Himmel erheben. Hier gibt es Sprüche des heiligen Benedikt aus seiner Regel. Hier zum Beispiel: der Abt halte in allem Maß, damit die Starken finden, wonach sie verlangen, und die Schwachen nicht davonlaufen. Man kann das anwenden: der Abt halte Maß, oder der Vater oder die Mutter oder der Lehrer. Das sind ja Lebensregeln. Vor der Gartenschau stand hier noch der Turnsaal. Da führt jetzt unser Weg hinaus in den Sternwartepark mit dem schönen Blick auf die Rokokokirche Kirchberg. In diesem Teil des Gartens gibt es auch ein Feigenhaus. Wir können sagen, es ist wirklich das älteste Feigenhaus Europas, aus der Zeit von 1640. Direkt in den Grund wurden Feigenbäume gesetzt. Heute ist das Feigenhaus Ausstellungsraum. Draußen lädt ein Café zum Verweilen. Ein Kuriosum ist dieses Gebäude: eine Moschee, die keine ist. Wie man später mal was von China an die Wände gemalt hat und China-Porzellan verwendet hat, so hat man damals halt auch diesen Halbmond aufs Dach gegeben. Beim Ausgang zeigt uns Pater Daniel seine Lieblingspflanze. Hinter mir steht der große Ginkgo-Baum. Der wurde so um 1870 gepflanzt. Ich liebe den Baum einfach. Das ist auch ein Baum, der ja Schutz verleiht und Segen spendet und auch große Wirrnisse und Katastrophen überdauert.